Willkommen zurück zu Let's Play Sword Art Online Realo Fragment. Es ist lange her. Wir waren an der Eventkettenliste und haben jetzt noch ein Event abzuhaken. Sorry, wenn ihr ein bisschen Rauschen hört. Ich muss den Ventilator anhaben. Es ist ziemlich heiß sonst in meinem Zimmer hier. So, Asuna seems down. Warum ist sie denn so down? Wollen wir doch mal gucken, was da so los ist. Ich habe das Mikrofon schon extra so hingestellt, dass der Wind nicht allzu sehr ankommen sollte, weil mein Kopf dazwischen ist, zwischen Ventilator und Mikrofon. Aber hey, Egil, wo ist Asuna? Vor allen Dingen, wir müssen immer Egil ansprechen, aber hey. Why so glum, Asuna? Something wrong? Aruberishi yo, Aruberishi. Asuna no real de no shiriai datta ndesho? Ach ja. Dazu müssen wir ja auch noch ein Event machen. Oh, I see. Aber auch nur, wenn man die Person vorher kannte und gut über die Person gedacht hat. Wenn man vorher schon die Person als scheiße empfunden hat, dann macht es keinen Unterschied mehr. Ja. あそこまでひどい人だとも思ってなかったのよ。なんだかショックで。あの人、私たちがゲームをクリアしたらどうなっちゃうんですかね。この世界の監獄に入っていたとしても、きっと他の人と同じように普通に解放されると思います。 It's hard to believe they recognize crimes perpetrated here in the game, back in the real world. Tja, genau deswegen stirbt man ja, wenn man hier stirbt. Damit das nicht mehr so ein geiles Spiel ist, sondern Real-Life-Game. Aber man müsste mal so denken. Wer hier kriminell ist, der könnte in der echten Welt ja auch etwas getan haben. Oder etwas vorhaben. Oder schon am Machen sein. Und das könnte man untersuchen, aber wer glaubt denn sowas einem, wenn man das hier aus einem Spiel erzählt? ここで起こったことに向こうの世界で仕返しされたりしたら。すぐ。あ、ごめんなさい。別にアスナさんを脅かすつもりとかそういうのは全くなく。うん、気にしなくていいよ。私だってそのことはもう、ずっと考えてるし。でも 現実での知り合いって分かっている場合は、少し対策を考えておいた方がいいかも。そうね。警察にも私の親にも全てを話して身を守らなきゃ。I'll be there too. He's a criminal, plain and simple. This isn't just about a game. うん。私も力を貸す。私も手伝うわよ、 アスナ。 私もやります。私もです。証人としていくらでも協力するから。私も剣道でアスナさんを守ってあげます。ありがとう、みんな。私もしっかりしないとね。 Sugo will regret the day he ever messed with the lightning flash in the real world. You see, Asuna. Auch dafür, dass das eigentlich ein ernstes Thema war, ist das Event sehr schnell vorbeigegangen. So, Steuerung habe ich hoffentlich noch drauf. ich weiß nicht, wie lange es jetzt schon her ist, aber ich werde... Oh, jetzt können wir die 99. Ebene komplettieren. Ich werde dieses Projekt jetzt erstmal fertig machen, als einziges von der Konsole, weil ich ja jetzt schon andere angefangen habe. Und danach geht's ganz normal weiter.
So, die 99. Ebene. Wie ich jetzt einfach wieder zur Hollow Area wollte. So instinktiv. Nein, back. Da, war schon richtig. 99. Ebene, Town of Endings. Ich glaube, ich habe noch so im Hinterkopf etwas anderes. Ich glaube, wir haben noch eine Quest mit einem starken Monster. Ruby Courtyard. Schon wieder so ein Turm. Aber hey, dort oben wartet die 100. Ebene auf uns. The feeling of this labyrinth is totally different from all the ones we've encountered up until now. I feel like something is about to happen. There above the labyrinth is the bottom of the 100th floor. The goal is just ahead. I'm definitely, definitely going to end this game. Tja. Gucken wir uns doch nochmal kurz die Quests an. Ja, genau dich. Du, keine Ahnung, wie viel Level komischer Drache. Eine 97. Ebene. Mal gucken, wenn wir die ja fertig haben, ob wir dann noch einen dieser Bosse bekommen, weil die wollte ich ja danach erst erledigen. Wahrscheinlich sogar offscreen. Ich werde es onscreen nochmal zeigen und dann wahrscheinlich offscreen machen. Eieiei. Was denn hier los? Ist das the boss room? Ich wollte schon sagen, gleich den Bosskampf? Aber okay. Oh, Kirito. Jetzt weiß ich nicht, ob das synchronisiert ist, aber ich glaube nicht. As you can see, this labyrinth is basically an instant boss fight. But there's something that bothers me. Bothers you? From the outside it looked like there were several flaws to this building, right? I see. So what you're trying to say is that there may be a boss fight for every floor of this building. What? Is this for real? Yeah, it seems like someone heard some suspicious rumors to that effect from a town NPC. There are also rumors that once you enter you can't get back out. So no escaping until you've cleared the whole thing, basically. Consecutive boss fights? Just what you might expect of the area just before the 100th floor. It's almost laughable. We will need to be more careful than usual in our preparations. Let's return to town and consider our options. Agreed. Let's all make sure we are on the same page. Aye. We'll have to make all the preparations we can. Ah, Bossfight hintereinander. Jetzt so, jeder Bossfight, den wir bislang hatten, auf einmal. Und am besten noch drei davon immer gleichzeitig. Das wär's jetzt. Nanda. Nö, deswegen gab es auch keine neuen Quests für die 99. Ebene. Ja, genau aus diesem Grund. So, irgendwas anderes wollte ich jetzt noch nachgucken. Nanda. Dich ansprechen wollte ich auch nicht, so. Questtypi sagt kein Ausrufezeichen, hätte ich auch gesehen, aber was sollte ich jetzt noch nachgucken? Gilde? Checklist unknown? Gibt's sonst auch nichts. Aber gut. Wahrscheinlich wollte ich gucken, welche Waffe ich gerade trage. Ich habe die Axt jetzt immer noch drin. Ich glaube, die behalte ich trotz diesen Bosskämpfen auch drin. Und zur Not werde ich sie im Kampf einfach wechseln. Dann, prepared sind wir immer. We'll need to make sure we have space in our inventories. Das ist ein gutes Argument. Nein, ich wollte nicht ansprechen. Weil das ja mehrere Bosse sind. Wie viel Platz habe ich? Nicht mehr so viel. Send item to storage, please. Du kommst weg. Eieiei. So viele Schwerter. Du kommst weg. Du kommst auch weg. Auch wenn ich wirklich nicht so die anderen Waffen benutze, habe ich die trotzdem gerne im Inventar. Falls ich sie dann doch nicht, doch irgendwie aus irgendwelchen Gründen wechseln will.
um ein bisschen Abwechslung zu haben. Das dürfte an sich nur in dieser Extra-Ebene von der Hollow Area sich ereignen. Habe ich so viele Äxte gefunden? Holla, ich glaube, die können einfach alle weg. Die, die ich habe, passt einfach. Am besten. Außerdem weiß ich nicht, wie viel Platz ich wirklich brauche. Warum habe ich Blattdiamante? Nur wegen den XP, ne? Ach, komm weg. Das braucht man so nicht mehr. Steine zerschlagen, weiß ich nicht, ob das nochmal vorkommt. Wahrscheinlich hier nicht, aber wenn ich mal in die Hollow Area gehe und das brauche, dann vergesse ich sicherlich, es aus dem Inventar zu holen. 102 und was auch immer. 18 Plätze scheint mir etwas wenig. Ich weiß nicht, ob da wir die im Inventar so auch nutzen können. Aber schadet ja mir nicht, so die ganz unnötigen Materialien reinzutun, ne? Damit sollten wir genug Platz haben. Na dann? Nein, checken bringt doch gar nichts. Joinen. Ich finde das so unnötig. Wenn man auf Join Boss Battle geht, dann taucht die Information ja sowieso nochmal auf. Also von daher. Boss Battle. Mit wem wollen wir denn hin? Das wird jetzt gerade gar nicht gesagt. Kommt ja jetzt noch. Ha. Wie ich das immer wieder vergesse. Oder auch nicht. Jetzt ist wieder die Frage, wen nehme ich? Ich denke, ich werde Shino nehmen. Scheint mir am sichersten. Kann Nahkampf und Fernkampf haben. Hat auch mit Abstand ein gutes Level. Wird schon. Also für Bosskämpfe ist mir Shino, glaube ich, wirklich am liebsten. Besonders wenn das mehrere sind. Aber wollen wir mal gucken, was auf uns wartet. Das kennen wir schon. Let's win. Das ist alles, was sie sagen wollte. Easy. Na dann, was für Bosse erwarten uns? Ich meine, ist irgendwie logisch, oben ist ja nicht mehr so viel Platz. Da sind Bossfights sowieso gut, anstatt jetzt irgendeine Ebene zu erkunden, wenn der Platz nicht da ist. Let's go, everyone! And every woman. Erstmal XP erhöhen. Was waren das gerade für komische Bewegungen? Ich greife den Mund an, ja, ich hoffe, ich werde kein Teammitglied verlieren. Denn wie wir wissen, noch habe ich ja niemanden verrecken lassen. Die Trophäe hätte ich dann trotzdem schon gerne. Die restlichen anderen Trophäen sind jetzt nicht so gut dabei. Aber ich werde das Spiel wahrscheinlich in dem Sinne nicht auf 100% machen. Seit dem Studium ist mit Zeit für was anderes wichtiger. Online spielen schon eher. Kannst du mal aufhören, distant zu sein? Das wäre echt nett. Komm schon. Wie dieses kleine Fitzelchen an Paralyse einfach nicht aufhört, da zu sein. Danke. Heieiei. Okay, dafür, dass es viele Bosse sind, scheinen sie mir noch momentan sehr viel Schaden zu bekommen. Lustiges, ich habe in der Hollow Area immer noch nicht den letzten Boss gemacht, damit ich für meine Dual Swords quasi auch den Arcane Skill bekomme. Tja. Happens. Wollte ich aber irgendwann wirklich nachholen. Ah, der Name Rebirth Radiant. Warum Rebirth? Ah, kann es sein, dass das einfach nur eine in Anführungsstrichen verbesserte Version aus dem Spinnen-Endboss ist, der zufällig Radiance hieß. Also das würde mir so ein bisschen einleuchten. Kommt aber darauf an, wie die anderen Bosse noch heißen. Wenn die alle einen Rebirth vorne haben, dann gehe ich mal stark davon aus. An den Namen Radiance erinnere ich mich jetzt nicht mehr. Die anderen Bosskämpfe könnten mir eventuell noch bekannt vorkommen. Ach, schon wieder gestunt. Paralysiert die ganze Zeit. Kann auch so sein, oder ich kann mich dazu auch entscheiden, jetzt einfach
hintereinander alles weg aufzunehmen. Deswegen wundert euch nicht, wenn für das Ende des Partys ein Schnitt kommt. Weil jetzt so jeden Boss einfach nacheinander klatschen. Kann ich auch nacheinander aufnehmen. Sollte schon irgendwie gehen. Einmal stunnen. Das wollte ich eigentlich nicht, aber... Wir machen aus dir Spinnenragout. Ich weiß nur nicht, ob das schmeckt. Oder wie nahrhaft an sich Spinnen sind. So eine Riesenspinne hat vielleicht schon was. Aber unsere... Ich bin gerade, was hat der für verrückte Ideen? Aber hey, ich hab doch auch keine Ahnung. Aber ich glaube, ich sollte nicht so schnell aufhören. Könnte ihn für einen Gegner werden oder sein. So, bin gespannt, welche Bürste wir wirklich begegnen werden. Ob das jetzt quasi immer nur die 10er in Abständen sind, also quasi der vom 70. bla 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 bla, 80, 90 oder in 5er Schritten, irgendwie sowas. Aber hey, wir werden teleportiert und ich bin immer noch paralysiert. Boah, Force Teleport? I see, just as I thought. We can't go back to town until we clear this floor. In that case, all we can do is press on. Ja, und diesen Gegner kennen wir ja auch schon. Target Lag, ja, ich will mal seinen Namen sehen. Schön, dass ich da überhaupt getroffen habe. Ich sollte vielleicht auch mal... Ich bin paralysiert. Eieiei, das heißt, ich könnte wirklich sterben gerade. Es ist einfach nur OP, wie lange die Paralyse hält. Ohne Scheiß. Hallo? Danke. Das ist wirklich OP, wie lange Paralyse hält. Alter, macht das Bein überhaupt mal Schaden? Das ist echt nicht schön. Danke, jetzt bekommt das Bein Schaden. Ich hab's einfach nur eben die ganze Zeit nicht getroffen. Wetten wir? Yay, gestunt. Zum Glück ist Stun nicht so lange. Oh, ich wurde abgenommen. Na gut. So, dann sehen wir jetzt hoffentlich seinen Namen. Wie ich nicht im roten Bereich war, trotzdem getroffen werde. Ja, Rebirth Blaze. Das Rebirth ist einfach nur der Vorname dafür. Von Blaze erinnere ich mich, glaube ich sogar. Aber von diesen Rittern hatten wir ja sowieso... drei Stück? Wenn ich es gerade nicht irgendwie mit einer Hollow Area verwechsel? Ich glaube ja. Der hält allerdings ein bisschen mehr aus. Sagte er und auf einmal kam der Kombo-Skill. Ich hab Bock auf Lumberjack. Der Name ist toll. So, jetzt müsste eigentlich mein Burst-Skill wieder ab sein. Die Frage ist, was ist mein Burst-Skill? Das sieht gerade so aus, als wäre das der auf 3 gewesen. Was es auch ist. Okay. Also muss ich ja nicht mal den Burst-Skill machen. Powerful Attack is coming! Stellt man sich einfach mal hinter den Gegner, der sich dann umdreht. Auch gut, weil die anderen nicht getroffen werden, aber hey. Und jetzt bitte wieder Skill-Chains, Leute! Skill-Chains! Er macht gerade zwar was, aber Skill-Chains. Eieiei. Macht den doch bitte nicht so back. Ich weiß, dass ich auch einmal getan habe, aber... Das heißt nicht, dass ihr es auch tun solltet. Wir sind auch ein Great Team, good job. Also, letzte Leistung sind wir auch gleich angekommen. Aber schön, dass all Parameters... increased wurden. Oh, komm schon. Nicht so von wegen, wow, ich bin jetzt bei meiner roten HP-Leiste. Ich muss erstmal alles canceln, was wir machen können. Das Protection Prayer ist auch nicht schlecht, aber was ich gut finde ist, ich glaube, die NPCs, die dabei sind, bekommen Protection Prayer auch. Ich meine, ihr habt gerade bei allen Charakteren das gesehen, weil alle, die relativ in der Nähe waren. Das ist schon so ein bisschen nice. Death Down, deswegen so viel Schaden. Die Frage ist nur, wie lange hält es noch? Jetzt ist so die andere Sache. Muss ich bei jedem jetzt auch noch den Last Hit machen? Und am Ende dann so eine Aufzählung von allen Bosskämpfen, wer Last Hit gemacht hat, oder wirklich nur für den Last Boss? Das ist jetzt eine gute Frage. Okay, next.